Herzlich willkommen zurück, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen in der deutschen Ford-Szene. Und heute befinden wir uns in der zweiten Hälfte des Halbfinales der Ford Pro League und wir haben zwei neue Teams am Start, von welchen eines sich den Einzug in das Finale der Ford Pro League sichern möchte. Auf der linken Seite spielt heute auf der Top Base niemand anderes als unser deutscher Superstar Geiger. Zusammen mit unserem amerikanischen Superstar Top 1 der Rangliste Eaton. Und ich liebe es, den Namen so auszusprechen, falls ihr euch fragt. Die beiden spielen heute Feuervogel und für alle, die nicht wissen, was Feuervogel macht, wird jetzt eingeblendet, zack. Ja, ihr könnt es lesen. Zusammengefasst, Feuervogel zündet alles an und der Gegner kriegt keinen Alarmsound, wenn irgendwas brennt. Ja, ist ein bisschen gemein. Auf der rechten Seite spielen sie heute im zweiten Teil des Halbfinales gegen Team 2, obviously. Aber hier mit den Spielern auf der Top-Base, Lanson Shield und auf der Bottom-Base, Felix Wühlmaus? Ich nenne ihn einfach Felix Wühlmaus. Er heißt Felix, ihr lest es ja unten rechts, aber er heißt Felix Wühlmaus. Wühlmaus, wisst ihr Bescheid. Die beiden spielen heute Adlerauge und Adlerauge bufft Sniper. Könnt ihr euch durchlesen. Aber basically bufft Adlerauge Sniper und sorgt für explosive Geschosse und ja... Ja, I know. Das Replay ist leider ja, ein bisschen buggy. Es ist leider ein bisschen buggy. Es tut mir leid. Denkt euch die Teile einfach weg, wo die Minen unter der Erde stehen. Ich versuche hier mal zurückzuspielen, ob das irgendwas behebt. Aber ihr seht, es ist ein bisschen buggy. Aber ich möchte euch die Games auf keinen Fall vorenthalten. Von daher, ja, denkt euch diesen Teil einfach weg und die Base beginnt hier unten. Wisst ihr Bescheid. Also, das ist der Bug des Replays. Das Actual Gameplay sah anders aus. Ist ein bisschen belastend, aber die Games sind so spannend und da sind so coole Games bei, dass ich nicht darauf verzichten möchte, die für euch zu casten. Apropos, Samstag 14 Uhr bin ich live auf Twitch. Schaltet ein. Da findet nämlich das 19. offizielle Fortuneer statt und da könnt ihr Live-Commentary von mir genießen. Ich habe sehr Lust, ich hoffe ihr auch. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und da sehen wir die Mörser von Team 1 von Geiger und Eaton. Geiger hier mit der minimalistischen Plattform für die Mörser gefällt mir wirklich sehr. Knallt er noch eine Metallstrebe rein, um sich gegen AB-Sniper zu verteidigen. Auch hier die Tiny Door vom Sniper, wirklich genius. Einfach juicy. Drei Mörser hageln hier jetzt konstant auf die Base von Felix Wühlmaus. Ich nenne ihn einfach mal Felix. Die beiden Spieler hier auf der rechten Seite scheinen für Minigunner zu gehen, beziehungsweise für Minigunner-Schwarmraketen-Kombination, beziehungsweise jetzt Nukes. Ich bin gespannt, welches Team sich den Einzug in diesem Best of Five in das Halbfinale, in das Finale sichern kann. Fünf Spiele sind es, das heißt, drei müssen gewonnen werden. Und heute sehen wir das erste Game der zweiten Hälfte des Halbfinales. Schwarmraketen, auch jetzt für Eaton. Geiger. Auch Schwarmraketen. Ich skippe nochmal zurück. Wir werden haufenweise Fehlermeldungen bekommen. Aber ich will auf keinen Fall, dass wir irgendwas Wichtiges verpassen. Da wurden die Schwarmraketen abgefeuert. Haben wir das eben gesehen? I don't know. Und was schreibt Felix jetzt? Jo, auf jeden Fall. Das Terrain braucht Update. So, Sniper von Felix, AB-Sniper besser gesagt, zerstört jetzt hier den Sniper von Eaton, der sich da gerade seine Schwarmraketen zurecht baut. Geiger wird wahrscheinlich gleich seine Schwarmraketen upgraden und von Lanson Shield haben wir hier noch nicht so viel gesehen. Aber die beiden Spieler stehen auch unter Dauerbeschuss von den Feuermörsern von Eaton. Felix hat da schon zwei Minigunner verloren. Und seine Energieproduktion, der Sniper, jetzt etwas zu tief angesetzt, hätte hier wieder das Potenzial gehabt, Eatons Sniper auszuschalten. Der eine Minigunner wird da leider leidlich wenig ausrichten können. Schwarmraketenwerfer, jetzt für Eaton fertig. Geiger feuert seine auf. Kleiner Look auf den Spickzettel, Alter. Ihr wisst Bescheid, oh Gott. Heute bin ich ein bisschen verpeilt. Na, ihr kennt das, ihr seid es gewohnt. Die wurden gerade gefeuert und wir haben sie nicht gesehen, kann das sein? Deswegen skippt mir nochmal zurück. Es tut mir leid. Ihr könnt mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ob ich lieber darauf verzichten soll, die Replays zu bringen. Denn sie sind leider leidlich etwas buggy. Ja.
Die Schwimmraketen scheinen wir hier nicht allzu oft zu sehen. Beziehungsweise müssen immer mal wieder ein bisschen rumskippen, damit sich hier auch alles brav synchronisiert. Und da brennt zum Beispiel alles bei Lanzenschild. Das wird auch wieder nicht so sein. Wir müssen quasi alle paar Sekunden mal wieder zurückskippen. Ey, es tut mir furchtbar leid. Das ist, glaube ich, so leider nicht bringbar. Ich lasse es euch aber entscheiden in den Kommentaren, wenn ihr sagt, hey, komm, ist zwar ein bisschen nervig, aber wir wollen es trotzdem gerne sehen, weil es einfach die Pros sind und die einfach gut spielen. Dann kann ich das verstehen und dann werde ich es weiterbringen, auch wenn es ein bisschen nervig ist. Aber ich kann es auch genauso nachvollziehen, wenn ihr sagt, ja, nee, guck mal hier, das funktioniert ja alles nicht. Und ich habe auch schon nach Möglichkeiten gesucht, ich habe mit den Entwicklern gesprochen, den Chat irgendwie auszuschalten, dass der nicht wenigstens dauernd aufploppt. Das geht leider nicht. Ain't possible. Ist leider sad. Aber es sind so tolle Matches. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube an den Maps. Railoflex hat ja hier auf seine eigenen Maps gesetzt. Und ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, aber irgendwas hat er damit gemacht. So, dass die Replays ein bisschen buggy sind, kann natürlich auch mit dem Update an dem Update liegen, das in der Zwischenzeit geschehen ist. Die Forts Pro League ist ja schon etwas länger her. Und es sieht so aus, als könnte sich Team 1 hier mit den Feuermäusern und den Schwarmraketen bzw. Nukes behaupten. Und wir scrollen jetzt nochmal kurz, um den Angriff von Geiger und Ethan auch in voller Gänze mitzubekommen. Fähigkeit von Feuervogel wird hier aktiviert. Die Schwarmraketen werden gezündet, brennen daher schon von Anfang an und entzünden mehr Feuerschaden. Aber wir sehen die Raketen nicht. Was soll denn das? Das ist doch anders belastend. Da sehen wir die Nuke jetzt. Ey, das kann man sich ja nicht geben. Nuke auf Felix trifft das Fundament der Base und die wackelt da jetzt ordentlich. Da kommen die Schwarmraketen von Ethan. Die sehen wir jetzt hoffentlich ja wenigstens das. Noch mehr Schaden auf die beiden Spieler, auf das Team 2. Auf der rechten Seite. Die können sich hier nicht wirklich gegen die ganzen Raketen und Mörser verteidigen. Felix hat hier auf die Minigunner gesetzt, die konnten sich nicht durchsetzen und oh mein Gott, Lanzenschilds Base steht in Brand, da müssen wir auch wieder zurückspulen und Steuerung Shift D drücken, damit das Replay weitergeht. Also es ist wirklich belastend, es tut mir leid, liebe Zuschauer, es tut mir wirklich leid. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn ihr sagt, ihr habt da keinen Bock drauf, das ist mir zu buggy. Dann werde ich es obviously lassen, die Games zu casten. Beziehungsweise ich werde in jedes Replay mal reingucken und gucken, wie buggy es actually ist. Da oben brennt, da steht schon wieder alles in Flammen. Es ist belastend. Und dann werde ich mal gucken, wie buggy jedes Gameplay ist und dann von Fall zu Fall entscheiden, ob es castbar ist oder nicht. Noch haben Team 1, Ethan und Geiger, sich hier den Sieg noch nicht gesichert. Sie können noch verlieren, aber es sieht dann doch ziemlich gut aus für die beiden Spieler auf der rechten Seite. Und da müssen wir wieder synchronisieren, weil die Basis einfach nur in Flammen steht, was sie eigentlich gar nicht tut. Ist belastend. Und auf einmal ist Geiger tot. Excuse me? What the fuck? Wann ist das denn jetzt passiert? Es ist leid, bra, schreibt er, aber da ist Ethan doch schon gestorben, oder nicht? Da ist er schon gestorben, ich raff's nicht. Was ist denn das? Was ist denn das, Chat? YouTube-Kommentare eher gesagt. Wo genau stirbt er da? Da geht irgendwas hops. Und hier ist die Base auf einmal weg. Mann, es ist anders belastend. Mann, jetzt spiel das scheiß Replay ab. Och Mann, es tut mir so leid, Leute. Wir werden hier, glaube ich, heute nicht mehr sehen, wie Ethan stirbt. Wie Geiger stirbt. Er ist einfach gestorben. He's simply just dead. The Replay möchte es uns nicht zeigen. Ich kann darauf klicken, aber das funktioniert leider nicht. Wir sehen nur Geigers Base fallen und damit ist Ethan auf sich allein gestellt und ich weiß nicht wie und wann und warum. Ich kann mir nur vorstellen, dass hier der Nuke connected hat. Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was passiert ist. I don't fucking know. Ist belastend. Es tut mir leid. Ich werde das Replay natürlich trotzdem bringen, den Cast für euch. Wir werden jetzt nochmal hier kurz zeigen, wie die Nukes da connecten.
So, Steuerung D, Steuerung Shift D. Eaton konnte sich da ein bisschen verteidigen, hat sich zu Geiger Space verbunden für die Schwarmraketen. Ist die Frage, ob er hier das 1v2 für sich entscheiden kann. Eaton ist ja ein Skilled Player, der das vielleicht noch reißen könnte, aber wir werden es vielleicht nicht sehen, weil das scheiß Replay. Ey, es regt mich unfassbar auf, ne? Es regt mich unfassbar auf. Da oben auch schon wieder, was da mit Lens and Shield Space passiert. Ach, mein Gott. Ist einfach nur dramatisch. Nuke auf Eaton. Jetzt tut mir leid. Also ich glaube, ich muss das schon selber die Entscheidung treffen. Und in die restlichen Replays reinschauen und gucken, ob die weniger buggy sind, weil das kann man sich ja nicht geben. Aber das ist so traurig. Das ist so traurig. Da waren so coole Games bei. Vielleicht ist es auch nur diese Map. Ich würde mich freuen, wenn es nur diese Map ist. Die anderen Maps funktionieren, weil die anderen Maps waren in der Vergangenheit ja auch etwas buggy, aber nicht so unfassbar buggy wie jetzt. Von daher gucken wir mal, was passiert. Aber es gibt wieder etwas zurück. Gucken, was passiert. Sehen wir was Neues, was wir eben noch nicht gesehen haben. Schwarmraketen bzw. Nuke von Eaton werden jetzt gefeuert oder auch nicht. Wir sehen es wieder nicht. Mit dem Mörser wird hier die Anti-Air distracted und da connecten wahrscheinlich gerade dann die Nukes oder so. I don't know. Ja, die eine connected auf Felix Base, zerstört da einen Großteil der Anti-Air, kombiniert mit der Kreissäge, macht massiven Schaden. Und jetzt kommt noch eine Salbe Schwarmraketen hinterher, die wir hoffentlich auch wieder sehen werden. Die sehen wir. Ja, die Schwarmraketen sehen wir, die Nukes eher nicht so. Sehr interessant. Sehr interessant. Und bis auf die beiden Schwarmraketenwerfer, beziehungsweise die einen Nuke und den einen Schwarmraketenwerfer, haben Team 2 hier keine wirklichen Waffen. Bin ich sehr gespannt, ob Eaton das noch schafft zu drehen, hier das Game für sich. Jetzt geht mal wieder zurück, weil da schon wieder die Base von Lance and Shield in Flammen steht, ohne dass er es löscht. Und das ist immer der beste Indikator dafür, dass das Replay gerade schon wieder out of sync ist. Das ist belastend. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass da ein bisschen mehr Kompatibilität mit reingebracht wird. Aber die Mods und die Maps machen das immer so ein bisschen schwierig. Gerade auch für die Entwickler, die können sich dann natürlich sagen, ja, ist ein Mod drauf, können wir nichts machen. Na, was willst du machen? Also ist ja auch nicht deren Fault. Aber es ist immer ein bisschen belastend als Caster. Und da ist wieder die Ablenkung mit der Anti-Air, wo wahrscheinlich wieder die Nukes gefeuert wurden. Und da ist irgendwas explodiert, aber wir haben es nicht wirklich gesehen. Es tut mir leid. Ich kann mich gar nicht oft genug entschuldigen. Ich denke, ich vertröste euch dann heute mit einem weiteren Cast. Ja, weil das als Freitags-Content, das kannst du ja nicht geben. Da machen wir heute noch einen Cast. Ich habe noch ein oder zwei. Dann wird es übers Wochenende wieder ein bisschen dünn mit den Commentaries. Also schickt mir doch gerne wieder was zu. Link bzw. E-Mail findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt ihr mir gerne Replays zuschicken, die ich dann gerne caste für euch. Und ich hoffe, sie sind nicht so buggt wie dieses Replay. Ich skippe nochmal zurück. Weil irgendwer muss ja hier gleich sterben, so wie es aussieht. Und ja, anscheinend ist es Eaton. Ja, der AP-Sniper-Schuss macht hier das Ende des furchtbaren Replays. Ach, Gott sei Dank, ihr seid auch erlöst. Ich hoffe, ja, es hat euch mehr oder weniger gefallen. Wahrscheinlich nicht. Es tut mir leid. Ich werde bei den nächsten Replays vorher einmal abchecken, ob das Replay buggy ist oder nicht. Für jetzt aber erst einmal heißt es 1:0 für Lance and Shield und Felix gegen Geiger und Eaton in der zweiten Hälfte des Forts Pro Halbfinales. In der Forts Pro League, ihr wisst Bescheid. Ich mag auch gar nicht mehr reden. Ich muss jetzt erstmal eine Pause machen und mich von diesem stattlichen Replay erholen. Aber ich hoffe, ihr habt noch einen entspannten Tag und ich wünsche euch wie immer viel Spaß im Ranked. Haut rein.